Aktion Mitbürger in Not ist abgeschlossen. Nach einem Jahr Arbeit wurden alle aufgelegten Lose um 5.000 Stück um je 20 Euro verkauft. Die Aktion hat vor allem viele Unterstützer in Osttirol, in Nordtirol und in gesamt Kärnten gebracht. Auch international sind Lose gekauft worden, sogar bis Teneriffa und Südafrika. Die Lose, wie gesagt, kommen dann, wenn Corona es zulässt, zur Verlosung. Es wird dann die Madonna von Eckerliens in der Dolomitenbankgalerie letztendlich dann gezogen werden. Ich persönlich möchte mich für die großartige Unterstützung des Osttiroler Boten und der Dolomitenbank Lienz bedanken. Ohne Unterstützung dieser beiden Organisationen wäre es nicht möglich gewesen, diese Aktion erfolgreich auch in der vorgesehenen Zeit abzuschließen. Die Motivation meiner Benefizgeschichten war immer der Lehrsatz schon von meiner Mutter her, die wirklich eine sehr einfache Frau war, aber eine liebenswerte Frau, die immer gesagt hat, Bur, im Leben muss man nicht nur nehmen, man muss im Leben auch geben. Es gab bei der Umsetzung auch gewisse Probleme und Schwierigkeiten. Dass alles so einfach war, ist natürlich war bei weitem nicht so. Kaum haben wir die Aktion gestartet oder wurde die Aktion gestartet, kam Corona. Es war ein Riesenproblem. Ich dachte damals, ja, kann man überhaupt bei Reisebeschränkungen, bei Kontaktvermeidungen, kann man da überhaupt diese Lose verkaufen, an den Mann bringen. Es ist trotzdem gelungen. Es war ein gutes Marketinggeschäft von mir. Ich habe alle meine Kontakte, meine Bekanntschaften und so weiter mit eingebunden und letztendlich, wie gesagt, 5.000 Lose sind verkauft. Es hat fast niemand gemeint, dass das möglich ist, aber das Rote Kreuz kann sich freuen und ich freue mich insbesondere, dass jetzt mehr als ein Jahrzehnt lang Mitmenschen in Not, die plötzlich vor dem Licht stehen, aus diesem Topf mit sofort Geldmitteln geholfen werden kann. Ja, wichtig beim Verkauf und bei den Gesprächen dieser Aktion war auch, dass man sagen konnte, das Geld geht zu 100% ohne Abzug an die Sozialstelle zum Roten Kreuz. Es ist dort ein Spendentopf eingerichtet, der Shop Urgestein, und es ist zugesichert, dass jeder Cent dieser Losverkäufe weitergegeben wird, wie schon gesagt, für Menschen, die plötzlich über Nacht vor dem Licht stehen und in unsagbare Not geraten.